Also ich bin selbst Betroffene, was das Gesundheitssystem angeht. Ich stelle zunehmend fest, dass wir es mit einem total kranken System zu tun haben. Menschen stehen nicht mehr im Mittelpunkt, sondern Fallpauschalen. Das heißt, der Mensch wird zum Fall. Es wird, wenn ich ins Krankenhaus komme, zuerst geschaut, was kann man an mir verdienen. Dementsprechend werden die Diagnosen gestellt oder wird auch behandelt. Dabei kritisiere ich ganz besonders, dass die Pflege so eine geringe Rolle spielt. Sowohl die Pflegekräfte als auch die Kranken selber, die Patienten, sind die Lasttragenden. Profit machen andere, nämlich die privatisierten Unternehmen. Die Kommunen haben das den privatisierten Unternehmen übergeben, ihre eigene Verantwortung eigentlich für die Daseinsfürsorge da zu sein und zu sorgen. Da war es noch anders. Der Mensch fühlte sich angenommen, man hatte ihn gehört und man hatte eine individuelle Pflege gemacht. Dafür steht die ÖDP. Deshalb wählen Sie die ÖDP am 26. September für ein gesundes Gesundheitssystem, mit dem die Menschen gesund werden können.